Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon die Einführung mitgemacht und ich möchte jetzt natürlich weitermachen. Im Hintergrund seht ihr Millenif, glaube ich, hieß sie, genau. Und wir sind hier in der Kriegergilde, das kann ich euch natürlich nur zeigen, wenn ich das auch anmache, in der Kriegergilde hier oben links in Auridon. Und zwar ist das unten in Wuckelwacht. So, da werden wir jetzt erstmal die Gilden annehmen und wir werden das Handwerk annehmen. Ich werde mir hier allerdings diesmal nicht mehr das Ganze anhören, was die mir zu sagen haben. Wenn ihr das hören möchtet, könnt ihr gerne auf Alpha Wölfin gucken. Da bin ich das wirklich alles komplett durchgegangen. Ich möchte das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen abkürzen. Ich erkläre euch auch nebenbei noch was. Also ich erkläre euch im Endeffekt genau das, alles, was, ja, Bögen, was sie auch sagt. Wir machen jetzt erstmal das Schmiedezertifikat, dann sollen wir einen Dolch herstellen. Wenn ich das nächste Mal im Feld bin, willkommen. Dann nehmen wir hier kurz die Kriegergilde an. Das ist ganz wichtig. Und da hinten ist dann auch schon unsere erste Quest. Wenn ihr so geradeaus guckt, da ist eine Argoniarin. Die nehme ich jetzt aber extra noch nicht an, weil wir noch nicht dazu kommen werden, diese Quest zu machen. Wir müssen jetzt erstmal diesen Dolch herstellen. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ja, und die kommt mir immer wieder, die lauert mir immer wieder auf und sagt, dass sie nach mir gesucht hat. Schrecklich ist das heutzutage. Okay, wir werden jetzt erstmal diesen Dolch herstellen. Und zwar geht ihr dann zu einer Schmiedestelle bei euch in der Nähe, klickt hier ganz rechts auf den Dolch. Das wird auch automatisch schon mit diesen Zeichen hier angezeigt. Ihr solltet auf jeden Fall Eisenbarren genug haben. Ich habe jetzt hier noch genug eingesammelt. Ansonsten zeigt ihr euch aber auch auf der Karte an, wo ihr das direkt einsammeln könnt. Ihr müsst auf jeden Fall einen Stein haben im Stil dessen, was ihr seid. Also ich bin ja eine Bretonin, deswegen habe ich hier einen Molyben. Wenn ihr eine Hochelfe seid, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Stein heißt, dann habt ihr so einen, ich glaube, grünlichen Stein hier unten. Dann klickt ihr einmal auf R, wenn ihr das Ganze ausgewählt habt. Also es reicht wirklich Stufe 1 hierbei. Es muss nicht auf eurer Stufe sein oder größer sein. Dann könnt ihr nochmal hier mit ihr sprechen. Ihr dann erzählt sie euch noch was übers Verwerten. Daneben war übrigens auch ein Buch, was man einsammeln kann. Wenn ihr mit dem Sprechen fertig seid, geht ihr wieder zurück, klickt hier auf Verwerten. Und wenn ihr nichts anderes habt, ihr könnt natürlich auch gucken, ob ihr was anderes habt. Ich habe jetzt nichts mehr. Dann geht ihr einfach drauf, wieder mit R verwerten. Und dann seht ihr, ihr erhaltet so Handwerksmaterialien. Und im Endeffekt, ich persönlich finde etwas umständlich erklärt, sagt sie eben genau das. Das Stilmaterial, ihr könnt erlernen mit... So, da haben wir jetzt auch direkt schon mal einen Stufenaufstieg. Sehr schön. Also ihr solltet das wirklich nach Möglichkeit direkt am Anfang machen, so wie ich jetzt auch, weil ihr da nämlich ja, schnell mit der Stufe aufsteigen könnt. Wir müssen das Schreinerzertifikat jetzt machen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, aber ich glaube, ich müsste da definitiv auch genug Handwerksmaterialien haben. Er zeigt es mir zumindest an. So, da müssen wir dann einen Bogen herstellen. Ja, 456 reicht auf jeden Fall dicke. Reicht auch wieder Stufe 1. Gleiches Prinzip. Auswählen, wo dieses Häkchen ist und bestätigen. Dann mit ihr nochmal kurz sprechen. Natürlich. Und dann wieder zur Schreinerbank. Und dann könnt ihr entweder den oder wenn ihr was anderes habt. Ich möchte jetzt meinen Heilstab hier nicht zerlegen, weil ich nicht weiß, ob ich bis dahin noch einen bekomme. Normalerweise schon, aber... Ja, aber ihr seht schon, wenn ihr den jetzt verkaufen würdet, also normal an einen normalen Händler, jetzt nicht über die Gildenhändler, wo ihr dann mit Spielern handeln könnt, da würdet ihr jetzt 10 Gold zum Beispiel von bekommen. Also so könntet ihr jetzt theoretisch natürlich auch etwas Gold bekommen, ist aber Blödsinn, muss ich dazu sagen, weil das einfach nicht genug abwirft. Ja, als nächstes müssen wir dann einen Jutehandschuh machen. Da wieder das gleiche Prinzip. Ihr müsst Jute eingesammelt haben. Habt ihr nicht genug, wird euch das wieder auf der Karte angezeigt, wo ihr das machen könnt. Hier, ihr seht schon, ich habe sogar noch Jutefasern, die ich dann auch noch umwandeln kann. Ich werde jetzt erstmal diesen Handschuh herstellen. Es muss ein leichter übrigens sein, also wirklich ein Handschuh. Aber wie gesagt, da ist immer dieses Häkchen dran von der Quest und der zeigt ihr euch auch genau natürlich an, ein paar, ja, was ihr halt drücken müsst, beziehungsweise was ihr...
erstellen müsst. Hier habe ich zum Beispiel diese Jute-Polster. Ich bin gerade am gucken. Nee, aber ich habe noch andere hier drin. Das heißt, da würde ich jetzt 3 Gold bekommen. Da ich ja ein schlauer Fuchs bin, nehme ich einfach das und verwerte das. Damit habe ich was verwertet, habe was rausbekommen. Und die Melanith ist glücklich darüber. So, ich habe eigentlich keine Fragen. Ich wollte eigentlich das gut sein anklicken. Selbstverständlich. So, und damit haben wir das jetzt auch abgeschlossen. Und können dann zum nächsten übergehen. Übrigens, wenn ihr das gemacht habt, ihr seht jetzt da oben diese ja bläulichen Pfeile, sage ich jetzt mal. Dann könnt ihr hier an den Handwerksschriebe, ja, schwarze Brett, wie auch immer, gehen. Und da könnt ihr genau das, was ihr jetzt bereits erlernt habt und freigeschaltet habt, das könnt ihr dann machen. Ich werde es jetzt nicht machen, weil ich da jetzt zum einen nicht die Lust drauf habe und zum anderen auch nicht so die Zeit für habe, weil ich euch ja noch eine Menge andere Sachen zeigen möchte, beziehungsweise die noch mit euch machen möchte. So, wir werden noch die restlichen Handwerke gleich machen. Erstmal sowieso immer die Bücherregale natürlich lesen. Erstmal spreche ich mit dem Magister. Da drücke ich einfach so lange E, bis ich die Fertigkeitslinie habe. Wenn ihr euch das anhören möchtet, könnt ihr das natürlich auch jederzeit gerne über Alpha-Wölfin machen. Ich werde den Rest der Quests natürlich trotzdem weiter vorlesen und auch vorlesen lassen. Das nur das mit den Handwerken finde ich persönlich, kann man jetzt auch mal abkürzen, sagen wir es mal so. Wenn sowieso etwas dazu erklärt wird, wie in meinem Fall. Es ist natürlich immer schön für diejenigen, die es so gar nicht kennen, aber wer es dann schon gefühlt 20 Millionen Mal gemacht hat, der möchte das nicht unbedingt in jedem Let's Play machen. Wichtig ist hier jetzt den Schweinebraten zu erlernen. Dann könnt ihr nochmal mit ihm sprechen. Dann erzählt er noch so einiges über die Zutaten. Eure einzige Belohnung sein. Hier liegt auch noch ein Buch. Das nehmen wir natürlich auch mit. Hier drüben. Wir beide haben viel zu besprechen. Der mag mich unheimlich gerne, weil der schreibt mich jedes Mal an, sobald ich hier in die Magierkilde reinkomme. Und da ist sie wieder. Die Ork-Dame war es, glaube ich, die mich immer wieder nach Fodka bringen will. Wo wir jetzt aber nicht hin möchten. Warum laufe ich jetzt eigentlich in die falsche Richtung? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es ist so Routine, dass man schon gar nicht mehr weiß, wohin man eigentlich läuft. Übrigens, ich war hier in dem Gebäude mal drin und habe mir etwas Geld aus der Bank geholt und habe dreimal mein... ich muss den Koch als erstes machen. Der ist da unten. Ich habe dreimal meinen Beutel etwas erhöht und ich habe jetzt eine Kapazität von 90 insgesamt. Das ist, wenn das euer Hauptchar ist oder sein wird, sein soll, wie auch immer, dann kann ich euch das nur empfehlen, das zumindest mit der Zeit zu machen, wenn ihr ein bisschen Gold habt. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen den Schweinebraten machen. Ne? Einmal zur Feuerstelle und einen Schweinebraten hergestellt. Kurz mit Daniel gesprochen. Der möchte dann, dass ich ihm eine Rune, eine unbedeutende Glyphe, nicht Rune, des Lebens herstelle. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Die kann einen ganz schön auf die Nerven gehen. Aber ich möchte diese Quest auch nicht annehmen, weil ich die erst annehmen möchte, wenn wir wirklich dazu kommen, nach Frodka zu gehen. So, dann müssen wir hier einmal zum Verzauberungstisch. Da müssen wir eine unbedeutende Glyphe des Lebens herstellen. Bei euch wird das jetzt anders aussehen, aber ich nutze das Add-on und habe dementsprechend, ja, Craft Store, nebenbei bemerkt, heißt das Add-on, habe dementsprechend nichts zu tun, außer mal eben drauf zu klicken und zu kontrollieren, ob das tatsächlich die Rune ist, die ich brauche. Dann muss ich jetzt Schlückchen des Lebens herstellen. Dazu brauche ich den Alchemietisch und ich glaube eine Akelei und eine Bergblume, wenn ich mich nicht täusche. Weil wenn ich hier auf Schriebe gehe, dann zeigt er mir nämlich nichts an. Einmal natürliches Wasser auswählen. Dann meine ich eine Akelei und eine Bergblume. Ich könnte jetzt nochmal nachgucken, aber ich mache es mal auf gut Glück. Okay, Schlückchen des Lebens ist hergestellt. Da oben ist auch schon wieder was, was ich gerne knacken würde. Aber das lasse ich jetzt mal sein, weil mit ihr würde ich garantiert Kopfgeld bekommen. Euer Trank. So, ich habe keine Fragen, aber dafür habe ich jetzt wieder ein Level up. Wie ihr seht, deswegen auch mein Tipp, macht das auf jeden Fall am Anfang, weil dadurch kriegt ihr auf jeden Fall erstmal
schön ein Level up nach dem anderen. Ich werde jetzt erstmal schauen. Kriegergilde, Magier. Achso, ja, stimmt. Die habe ich jetzt freigeschaltet. Was ganz wichtig ist, wenn ihr die Kriegergilde und die Magiergilde angenommen habt, macht hier einmal bei der Kriegergilde in einschüchternde Präsenz auf jeden Fall einen Punkt rein. Weil dann könnt ihr die Leute einschüchtern. Das erspart euch teilweise jede Menge Lauferei und Arbeit bei den Quests. Das gleiche mit der Magiergilde, der überzeugende Wille. Damit könnt ihr die Menschen überzeugen, also die NPCs. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr am Questen seid. Ich persönlich nehme jetzt noch das Magierlicht mit rein, damit ich das direkt mit leveln kann. Ja, und damit ist meine Arbeit hier soweit auch erstmal erledigt. Ich bin gerade am Überlegen. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das wird natürlich dann auch freigeschaltet. Und das könnt ihr dann auch direkt im Handwerk machen mit den Dailies, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Ich hatte ja gesagt, dass wir Kenazis Rast durchquesten. Genau, das möchte ich jetzt allerdings... wo laufe ich denn jetzt im Moment? Das möchte ich jetzt allerdings noch nicht heute machen. Heute möchte ich zwei Sachen machen. Reisende, beziehungsweise... nein, nicht darunter laufen. Beziehungsweise, ich glaube, zeitlich schaffen wir jetzt nur noch die eine Sache. Und zwar sprechen wir mit der verhüllten Gestalt. Das war ein bisschen blöd, weil ich bin etwas rumgelaufen in Auridon. Und da ist die irgendwo mal aufgetaucht, wo ich Wegschreine freigelegt habe und hat mit mir gesprochen. Normalerweise ist es so, sobald ihr beispielsweise hier in Auridon ankommt, wenn ihr in Auridon anfangt. Ansonsten müsst ihr zum Startgebiet eurer Allianz gehen. Das könnte dann zum Beispiel Steinfälle sein, wo ihr noch beginnen könnt. Das andere war, glaube ich, Glenumbra, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da taucht die dann auf oder in einen der anderen Gebiete, die zu eurer Allianz gehören. Redet kurz mit euch, beziehungsweise ihr solltet dann mit ihr reden eigentlich. Das hole ich jetzt hier nach. Und dann gibt die euch ja eine normalerweise eurer ersten Quests. Ich grüße euch. Mein Gönner möchte mit euch über eine Angelegenheit sprechen, die Einfluss auf das Schicksal unserer gesamten Welt nehmen könnte. Was will euer Gönner? Wenn mein Gönner wünschte, die Einzelheiten offen zu besprechen, weshalb hätte er dann eine Botin schicken sollen? Die Sache ist nur für eure Ohren bestimmt. Wohlan denn. Mein Gönner wartet ganz in der Nähe. Trödelt nicht. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ja, und wundert euch nicht, wenn ich den Text zwischendurch immer mal kurz ausschalte. Das mache ich, um dann ein Coverfoto machen zu können. Wenn ihr übrigens hier reingeht, könnt ihr, also beziehungsweise bei eurer Allianz dann entsprechend, es muss ja nicht immer hier in Auridon sein, könnt ihr dann in der Regel immer schön was einsammeln. Das mache ich dann auch. Ja, auch wenn ich im Let's Play bin, obwohl ich da eigentlich ungern was einsammle, auch wenn ich es immer wieder mache, zugegebenermaßen. Oh, lecker. Gemüse. Die Möhrchen, die sind natürlich für meinen Begleiter. da könnt ihr immer wieder... hat die mich jetzt gerade erschreckt? Da könnt ihr immer wieder gute Sachen nämlich einsammeln, die ihr dann braucht, um euer Handwerk zu machen. Da gehe ich jetzt noch nicht rein, weil da ist die Quest. Ich werde jetzt vorher nochmal schnell alles hier durchsammeln. Ich würde das ja beschleunigen, aber normalerweise geht das recht schnell. Hier oben ist jetzt gerade auch nichts mehr. Da könnt ihr zwar noch was einsammeln, aber die Sachen haben meistens keinen Wert. Deswegen lasse ich die immer weg. Da kann man nichts, ne? Da kann man nichts mehr sammeln. So, hier ganz wichtig, wenn ihr was einsammeln wollt, immer erst alles sammeln, bevor ihr mit dem Kerl hier sprecht. Ich dachte, da wäre noch etwas zu lesen, aber anscheinend nicht. Was zum...
Ja, und wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ich habe es zwar oft genug angeguckt, aber wenn ich diese Szene richtig verstanden habe, war das der Moment, wo man mir meine Seele geraubt hat. Oh, hallo. Hi. Geht es euch gut? Jo. Ich heiße Lyris. Dankeschön. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Das muss der Kümmerling des Wurfs gewesen sein. So, hier müsst ihr also quasi fliehen. Ach, jetzt funktioniert das wieder nicht, weil Lyris wieder nicht dabei ist. Lyris! Bleibt in Bewegung. Ja, dann komm! Auf dem Mädel, hier bin ich. Komm! Beweg deinen faulen Hintern. Boah. Das Problem ist, wenn man zu schnell weiterläuft, ist das gerne mal verbuggt. Dann kommt man überhaupt nicht weiter. Weil die nämlich dann wie blöd hinten rumsteht und nichts mehr macht. Und man hat dann den Gegner schon lange besiegt und läuft hier rum wie so eine Irre und es passiert einfach nichts. Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe nämlich noch keinen Mundusstein besorgt. Da kommen die uns. Verschwinden wir von hier. Der Prophet. Seid gegrüßt. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Übrigens, was ich vergessen hatte zu erwähnen, ich hatte mir übrigens ein Kostüm angezogen. Dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass ich nicht mal mit diesen Lumpen rumlaufe. Ja, mit denen ich eigentlich die letzte Folge verlassen hatte. Der Prophet, er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Wobei soll ich euch helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Wo sollen wir jetzt hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Aber wie können wir denn diese Unterhaltung führen? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis, dem dädrischen Fürsten Molag Bal, geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch eine Seelenberaubte. Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Wurdet ihr auch geopfert? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt.
Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Wie können wir den Propheten retten? Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Jawohl, Sir. Wir sollten weitergehen. So, das schauen wir uns. Gut gemacht, meine Freundin. Bei Arkais Bart. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch! Wer angeln möchte, findet hier ganz viele tolle Krabbler. Lyris, weg da! Der Gott der Intrigen kann jeden Teil Kalthafens sehen. Wir müssen ihn ablenken. Machen wir, Lyris. Nein! Die Wächter! Nein, ich wollte aufsammeln. Aber wenn da nichts ist, dann kann man natürlich nicht aufsammeln. Okay, hier oben sollte normalerweise ein Clanbahn stehen. Der ist jetzt gerade nicht da. Kommt wahrscheinlich gleich, wenn Versucht wir wieder zurückgehen. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das Letzte, was wir brauchen, Trick 17 hier an dieser Stelle. Ihr müsst schleichend reingehen. Also standardmäßig ist das Steuerungstaste drücken. Und dann mit einem Angriff, ich glaube, es muss ein Angriff aus der Leiste sein, ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht reicht auch ein normaler Angriff aus dem Stab, müsst ihr dann ja, das Auge kaputt machen. Da, komm mal nach hier bitte. Da kommt der eine, glaube ich, nicht mit. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Das ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Okay. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen sodann. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Catwell sein. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in die Zelle des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen. Oh je, oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Wie kommen wir da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Wo ist der Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Danke. Viel Glück.
Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Erzählt mir von euch, Sir Catbull. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gebese von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Wie lange seid ihr schon hier? Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Woher kennt ihr Lyris? Ah, Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheogorats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist mir dann aber doch zu hoch. Was wisst ihr über den Propheten? Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jarre haben es nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Glaubt ihr nicht, dass es einen Weg nach Hause gibt? Darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Nee, nicht wirklich. Caswell hält diesen Unterbau anscheinend für einen entzückenden Ort. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Todesfalle ist. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Ja, Lyris, davon kann man ausgehen. Hier übrigens ein kleiner Tipp. Wir müssten jetzt das erste Mal ein Schloss knacken. In dem Fall ist es aber ganz einfach. Wir müssen einfach nur R drücken und haben eine 100% Chance, das Ganze zu bestehen. Das für all diejenigen, die vielleicht Probleme hatten und dementsprechend länger daran rumgemacht haben, so wie ich das allererste Mal. Das war eine sehr, sehr langfristige Angelegenheit. Beim allerersten Mal dann das Schloss zu knacken. Hier kann man natürlich mit jedem kämpfen, man kann aber auch einfach durchlaufen. Gucken, ob ich es jetzt schaffe, noch durch die Tür zu kommen. Ja. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. In Ordnung. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein. Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Gibt es keinen anderen Weg? Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es. Aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Ja. Musste ich erst drücken oder kamen erst die Gegner? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Schon der Prophet steht, obwohl er noch gar nicht da ist. Freiheit. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Können wir sie irgendwie mitnehmen? Ich wünschte, das wäre möglich.
Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelte. Entseelte? Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Eine Seelenlose. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Warum nannte Lyris euch den Propheten? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt, wir müssen uns zum Anker sputen. Anker? Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. In Ordnung, dann bleib dicht bei mir. Die Stufen hinauf, schnell! Wir müssen zum Ankerplatz. Komm mit, alter Mann. So. Ach, da kommt er. Ist immer noch sehr agil für so einen alten Kerl. Die Sterbliche meint sich mir widersetzen zu können. Vergeblich, bald wird eure Welt in meinen Ketten liegen. Kommt, ich werde euch beschützen. Ich brauche keinen Schutz. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Eine Himmelsscherbe? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Ich bin bereit. Ja, und wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch ein bisschen rumlaufen und überall was Scherbe sammeln. Scherbe von Aetherius. Kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Da, schnell! Nehmt die Himmelsscherbe. Bin doch schon dabei. Los, weiter. Erhöre meine Stimme, Akatosh, Drachengott der Zeit. Ich brauche, öffne das Portal. Lass diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Lass Molag Bal nicht seinen Willen. Beeilung! Wir müssen jetzt gehen. Okay. Die Entseelte erwacht erneut. Kommt her, wir müssen reden. Das ist eine Spinne-Prophet, den muss ich erstmal töten. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin in einer Stadt am Meer. In einem Land des ewigen Frühlings. Die Luft trägt den Geruch des Ozeans, der Märkte und der Gärten. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Wie lange war ich bewusstlos? Tage oder Wochen? Ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid. Und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Was soll ich jetzt tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris ihr mutiges Opfer zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bals überlassen. Wann werde ich euch wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen.
Ja, und das ist immer ein bisschen verwirrend, weil das eigentlich heißt, die Fertigkeitslinie der Seelenmagie wird freigeschaltet, was ja schon passiert ist letztendlich. Aber wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen und eine versiegelte Urne. Seid auf der Hut, Entseelte. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Monarch Baal legt sich über ganz Tamriel und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Wohin soll ich gehen? Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Glaubt ihr, es gibt viele, die meine Hilfe brauchen könnten? In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben. Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit seid, sie ihnen zu gewähren. Um dem Willen Molag Baals entgegenzuwirken, müssen wir uns dem Bösen stellen, wo immer es auch sein hässliches Haupt erhebt. Und es gibt noch andere, die sich mir hierbei anschließen werden? Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustemmen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Das werden wir tun. Und... Tatata. Wenn wir jetzt rausgehen, dann finden wir einen bekannten Ort, beziehungsweise den habt ihr noch nicht gesehen. Aber wir sind das letzte Mal in der letzten Folge hier unten ausgekommen. Und wir sind jetzt nur ein Stück weiter oben. Hier irgendwo, ich glaube, hier gab es übrigens auch noch eine Himmelsscherbe. Die habe ich mir allerdings schon gekrallt, während ich offline war. Ja, und das nächste wird dann Rasumdar sein, mit dem wir sprechen werden, der jetzt im Hintergrund steht. Aber der soll jetzt noch nicht Thema sein, weil die Folge ist für heute erstmal zu Ende. Ist auch ziemlich lang geworden, aber ich habe einiges da drin reinkriegen können. Wir werden allerdings nicht direkt mit Rasumdar weitermachen. Wir werden vorher noch eine Kleinigkeit machen in Auridon. Und zwar müssen wir noch eine Gilde annehmen. Und wenn wir das erledigt haben, dann werden wir wieder zurückkommen zu Rasumdar und werden mit ihm hier die Quests auf Khenathis Rast beginnen. Ja, ich verabschiede mich erstmal und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.